Hey Leute, in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich mir meinen Übergang hier an den Seiten rasiere. Ja Leute, wie ihr sehen könnt, mein Bart hat schon ordentlich wieder zugenommen an Volumen, an Fülle. Gerade auch die Seiten hier. Und damit man die Friseurbesuche bzw. die Barbershop-Besuche einfach ein bisschen nach hinten verschieben kann, rasiere ich mir meinen Übergang zu Hause immer selbst. Und in dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich das mache. Ganz wichtig, wenn du zum Beispiel so lange Haare hast wie ich, dass du dir deine Haare auf jeden Fall nach hinten bindest. Ansonsten wird es nämlich hier an den Seiten ein bisschen schwierig, wenn du nach oben rasierst. Denn du möchtest ja nicht die lange Haare abrasieren. Ich nutze dazu ganz normalen Standardrasierer hier. Ich verlinke euch noch gerne in der Infobox. Und bevor ich loslege, will ich als erstes nochmal hier schön die Konturen sauber machen, damit das Ganze natürlich auch gut und ordentlich aussieht. Also dazu mache ich jetzt erstmal den Aufsatz hier von dem Rasierer ab und starte dann erstmal, dass ich hier alles schön sauber mache. Also let's go. Übrigens Leute, das ist gar nicht ganz so einfach, wenn man nur in so einen kleinen Spiegel reinschaut. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis nachher aussehen wird. So. Das passt erstmal soweit. Als nächstes mache ich hier noch schön die Konturen, dass das auch ein bisschen sauber ist. Wie man hier vielleicht sehen kann, da habe ich auch ein paar mehr Bärtchen über dem Bart. Das muss auf jeden Fall weg. Und by the way, die Konturen, also die ganz feinen Konturen, die kann man dann später auch sehr gut mit dem Philips OneBlade halt machen. Das werde ich jetzt hier an dieser Stelle nicht machen. So, soweit so gut. Das lassen wir erstmal so. Um jetzt den Übergang zu trimmen, nehme ich den Aufsatz, packe den erstmal wieder hier drauf und stelle den Rasierer dann auf 4 mm ein. So, 4 mm. Und jetzt starte ich gleich, indem ich hier ungefähr auf der Mitte der Ohrmuschel starte. Ja? Also ansetzen. Und ihr seht schon, da oben ist es nicht ganz so einfach, weil halt da ein paar mehr Haare sind und man will ja natürlich die obigen Haare nicht mit wegnehmen. Und dann rasiere ich erstmal weiter. Immer so gesagt die Mitte hier von der Ohrmuschel, mehr nicht. Natürlich an beiden Seiten. So, das war der erste Satz mit 4 mm. Ich habe gerade auch echt nochmal doppelt gecheckt, ob das auch wirklich auf 4 mm steht. Denn Leute, ich kann euch sagen aus eigener Erfahrung, wenn dann auf einmal irgendwie was Falsches eingestellt ist, dann werdet ihr euch anschließend definitiv sehr dolle ärgern. Also von 4 mm gehen wir dann rüber auf 6 mm. Ich stelle um. So, 6 mm in diesem Fall. Und jetzt mache ich das gleiche in grün, also auch wieder von unten nach oben rasieren. Allerdings starte ich jetzt ungefähr auf Höhe des Ohrläppchens. Ja? Und auch hier nicht weitergehen als Höhe des Ohrläppchens und immer dann schön nach oben rasieren. Das Ganze natürlich dann auch auf der anderen Seite. So, wenn ihr das gemacht habt, dann geht es nochmal ein höher auf 8 mm. Stell nochmal um auf 8 mm. Das ist das Coole an dem Rasierer, man kann das halt hier genau stufenlos einstellen auf genau 8 mm. Das ist echt ganz nice. Und dann machen wir das gleiche nochmal und zwar von unten nach oben rasieren. Aber wir gehen jetzt nochmal ein Stück weiter runter, ungefähr hier auf diese Linie und rasieren damit 8 mm wieder nach oben. Ihr könnt euch zwischenzeitlich auch zum Beispiel so einen Kamm dazu nehmen, oder so eine Bürste und immer mal wieder kurz runterbürsten, damit ihr ganz genau seht, okay, wie sieht das jetzt eigentlich gerade aus?
Wichtig ist, dass ihr halt auch den Rasierer immer auf dieser Höhe haltet, dass es ungefähr halt so ein schöner, gerader Fade wird. Und by the way, das soll jetzt an dieser Stelle auch kein Zero Fade oder so werden, das soll einfach ein schöner, natürlicher Übergang sein. Das sieht schon ganz passabel aus. Also Leute, wenn ihr das macht, immer schön darauf achten, dass ihr wirklich versucht, bestmöglich gerade zu rasieren und dann nach oben. Und jetzt schalten wir um, nicht auf eine andere Millimeterzahl, sondern wir lassen das Ganze auf 8 mm. Ich klopfe das mal kurz aus. Wir lassen das Ganze auf 8 mm. Allerdings rasieren wir jetzt nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Ganz wichtig an dieser Stelle, solltet ihr auch wissen, wenn ihr jetzt von oben nach unten rasiert, dann sind es eigentlich keine wirklichen 8 mm mehr, sondern dann sind es so ungefähr 10 mm. Ja, also wenn man auch von unten nach oben rasiert mit 8 mm, sind es auch ungefähr 8 mm. Aber wenn man das dann andersrum macht, dann sind es ungefähr 10 mm. Und man erkennt das an dieser Stelle wahrscheinlich, ich versuche halt so gut wie möglich einfach gerade runter zu rasieren, dass ich die Form halt behalte. So Leute, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Sieht schon ganz gut aus. Jetzt zu guter Letzt mache ich natürlich auch noch meine Lippen ein bisschen sauber. Die sind auch ein bisschen lang geworden, ja. Also nicht die Lippen, sondern die Barthaare natürlich drüber. Und wie gesagt, wenn ihr die Konturen jetzt nochmal peak-fein machen wollt, dann nutzt ihr einfach nochmal ergänzend einen Philips OneBlade, weil da kommt ihr dann wirklich richtig gut in die Ecke mit rein. Aber wie ihr sehen könnt, der Übergang, ja, sieht auf jeden Fall jetzt wesentlich entspannter aus und wesentlich gepflegter auch. Ich denke mal, das Vorher-Nachher-Bild lässt auf jeden Fall da für sich sprechen. Leute, so rasiere ich mir persönlich meinen Übergang. Was jetzt noch hinzukommt, wenn ich den Barbershop-Besuch noch weiter nach hinten ziehen möchte, ist, dass ich halt auch nochmal meinen Bart ausdünne. Dazu aber mehr in meinem nächsten Video.